Die Hälfte ihres Lebens hat Katrin Wetzel lieber versteckt, was in ihr wohnt. Um nicht anzuecken, um dazuzugehören. Bis zur Geburt ihres 7. Kindes ging das so. Jetzt bin ich sowieso Außenseiter, dann kann ich auch so leben, habe ich gedacht. Oder, ja, das spielte mit rein so. Das war irgendwie so ein, jedes Kind bringt ja was mit. Und das Maß an Gelassenheit hat mir eben die Kleinste mitgebracht. 7 Jahre ist das jetzt her. In Rostock studierte sie Bildhauerei bei Thomas Jastram, der sie ermutigte zu lieben, was sie sieht. Ohne lebendiges Modell geht das Bildhauern für Katrin Wetzel nicht. Weil ich das so möchte, weil ich ja gerne die Person zeigen möchte und nicht irgendwas. Oder Konstruktion Mensch spielt ja eine Rolle, aber die Psyche in diesem Menschen, die möchte ich zeigen. Und weil das gehört ja alles zueinander und das ist so eine fantastische Verbindung auch. Und gerade so ein Porträt ist ja immer Materie, die psychisiert wurde. Gerade arbeitet sie an einer Porträtreihe über Frauen, die nach Mecklenburg gekommen sind, um hier zu leben. Es ist diese Verbindung zwischen der Biografie und dem Tun, die Katrin Wetzel interessiert. Sie selbst war Erzieherin, Tagesmutter, Bauzeichnerin. In Gessin lebt sie auf dem Bauernhof mit Pferden, Hühnern, Enten, 7 Kindern und ihrer Bildhauerei. Ihr Weg war kein Umweg, sagt Katrin Wetzel. Jetzt kann sie sich ihrer Kunst mit einer gewissen Reife nähern. Wie viel von ihr selbst in den Plastiken steckt, möchte sie gar nicht vorgeben. Das ist ja so, als wenn man seine Kinder beguckt und die Leute von außen meinen, die sehen ja alle aus wie die Wetzels und ich sehe es nicht. Also ich glaube, so ist das so ein bisschen so. Das sind ja auch alles hier meine Kinder. Und das sollen andere sehen. Für Katrin Wetzel und ihren Mann Bernd, der Milchbauer ist, ergeben sich durch ihre Arbeit neue Zweisamkeiten. Sie machen jetzt Kunsturlaube, waren zum Beispiel gerade in Rom. Ich habe ihr auch immer zugeredet, das zu machen. Ich habe gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann mit 60 brauchst du es nicht mehr machen. Und deswegen ist es schön, dass es so ist. Und jetzt hier mit den Räumlichkeiten, die Arbeit auf dem Hof, besser kann es eigentlich nicht sein. Und seit 2 Wochen macht die 14-jährige Tochter Charlotte ein Schülerpraktikum bei Katrin Wetzel. Charlotte findet es toll, dass Mutter Katrin macht, was sie möchte. Und Katrin Wetzel freut sich, dass die Tochter vielleicht einmal in ihre Fußstapfen tritt. Also hoch und guckst mal von hinten und dann gleich. Es kann ja auch noch anders kommen und dann ist es auch gut. Aber jetzt ist es schön so, wie es ist. Ah, das ist auch gut da in Farbe. Boah, immer beide nebeneinander. Die ganze wetzelsche Kunst ist noch bis Pfingstmontag in Gessin zu erleben.